Moin Leute, in letzter Zeit war ich ja das ein oder andere Mal im Fernsehen zu sehen und nein, das sage ich jetzt nicht, um irgendwie anzugeben, das meiste war sowieso eher unfreiwillig. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, hey, wie sieht das denn aus mit den ganzen anderen YouTubern? Da gab es doch sicherlich mal irgendwelche Berichte bei ARD, ZDF, RDL, Sat.1 und wie die ganzen TV-Sender alle heißen und danach werden wir heute einfach mal suchen. Und zwar gebe ich ein YouTuber im Fernsehen. Zack. Und da sehen wir auch schon, Longboard Tour, RDL 2, 13.10.2014. So lang ist die Longboard Tour von den Jungs schon vorbei. Krass, Dena, Julian, Bam, Unge und Cheng, da kriegen wir da einfach mal drauf. Ja, einmal mit dem Longboard quer durch Deutschland, das war der Traum von vier YouTube-Stars. Die war auch so von geil, die Longboard-Tour. Ich habe die richtig gefeiert. In 40 Tagen. Mit einem Videotagebuch hielten die Jungs aus Köln ihre Fans dabei auf dem Laufenden. Und das Ganze wurde ein Riesenhype. Bei ihren Zwischenstopps wurden sie zum Teil von hunderten Teenies bejubelt. Mareike Baumert und Philipp Skopin. Da kommen vier durchgeschwitzte YouTuber auf Neuschwanstein an und mehr als 500 Fans sind schon da. Das Ende einer Tour, die noch größer wurde als gedacht. Wir haben es selber auch, glaube ich, während der Tour gar nicht so richtig krass mitbekommen. Was war das gerade für ein Sound? Das kam mir irgendwie bekannt vor, aber der WhatsApp-Sound war das nicht. Das kam nicht von mir, oder? Nee, ich habe ja auch nichts großartig offen. Egal, wir gucken einfach mal. Ey, das ist krass, das ist fast schon 4 Jahre her. Weil wenn man so beschäftigt war mit Fahren und Videoschneiden, aber ja, wenn man dann so jetzt hört, wo überall die Leute mitfiebern und wer alles mitfiebert. Ja! Den Popstar-Status haben sie schon zum Start Anfang September auf. Warte mal. Popstar-Status? Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen komisch, wenn Fernsehsender das benutzen, weil einerseits glaube ich nicht, dass die sich selbst als Popstars fühlen und ich glaube auch nicht, dass es wirkliche Popstars sind. Also ich finde es immer so ein bisschen komisch. Natürlich hat man eine gewisse Aufmerksamkeit, definitiv. Bei einigen YouTubern ist das Wort Star auf jeden Fall angebracht, aber egal, ist jetzt auch Haarspalterei, wir machen mal weiter. Julian und seine drei Kumpels sind alle erfolgreiche YouTube-Stars mit bis zu 1,2 Millionen Fans. 6 Wochen lang schauen die zu, wie ihre Stars bis zu 70 Kilometer am Tag boarden, bis die Sohlen glühen. 4 Paar Schuhe pro Person und etliche Kugellager der Longboards gingen drauf. Das Anstrengendste war, dass wir so 10, 12 Stunden am Tag gefahren sind und dann nachts am Hotel angekommen sind. Danach mussten wir noch die Videos schneiden und dann waren wir meistens erst um 4 Uhr im Bett und ja, mussten dann meistens 8 Uhr, 9 Uhr schon wieder auf. Anfangs twittern die Jungs ständig, wo sie gerade sind. Irgendein Fan fährt eigentlich immer mit, selbst bei Regen. Das war cool. So gefährlich! Aber ich hab meine Bodyguards hier. Oh, Regen mit dem Longboard ist scheiße. Die Boarder bekommen Süßigkeiten und Pflaster geschenkt. Einmal werden sie sogar zum Übernachten eingeladen. Das Ganze aber artet irgendwann aus. In Facebook-Gruppen posten tausende Fans, wo die Boarder gerade sind. Durch diese Gruppen hat sich das verbreitet, dass wir irgendwie hier und da sind. Da musste nur einer uns an einem Hotel sehen, das war's dann schon. Und es war fast immer der Fall. Jetzt machen die Jungs erstmal Urlaub. Falls es im neuen Jahr wieder eine Tour gibt, dann soll die auf jeden Fall noch länger werden. Ich mache hier mal ganz kurz Pause. Krass, zu dem damaligen Zeitpunkt hatten sie nur 1,2 Millionen Abonnenten. Also ich sage ganz bewusst nur in Anführungszeichen. Ich meine, das ist mega viel. Aber damals war, ich glaube, Julian Bam und Cheng waren noch relativ klein mit ihren Kanälen. Ich glaube, damals gab es auch noch Flying Pandas. Bin ich mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ihr könnt mich gerne unten in den Kommentaren berichtigen. Aber wenn ich mich recht erinnere, müsste Dena da mit den Abos am größten gewesen sein mit 1,2. Hier, warte, hier ist noch was anderes. Longboard Tour bei ZDF in Hallo Deutschland. Zack. Nicht etwa mit dem Flugzeug oder mit dem Auto, nein, mit einem Longboard. Einem extra langen Skateboard. Wie sie das erklärt? Mehr als 1000 Kilometer von Sylt bis... Ja, der Opa, der kennt nicht das Longboard. 40 Tage quer durch Deutschland, gut 1300 Kilometer. Ich muss noch mal ganz kurz pausieren. Ich finde das irgendwie immer so surreal, wenn man so YouTube-Videos oder so Ausschnitte aus Videos, die man auch kennt, irgendwie im Fernsehen auf einmal sieht. Und eben auch die Stelle mit dem Longboard. Ja, ist ein Skateboard? Ja, oder ist das ein bisschen länger? Dass sie das dann alles nochmal den Leuten versuchen zu erklären, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil Hans und Irmgard, die beide irgendwie 82 Jahre alt sind, denn das sind, denke ich mal, ist die Hauptzielgruppe vom ZDF und der ARD. Die wissen natürlich nicht, was das Longboard ist. Da muss sie erstmal ihren Enkel anrufen. Nicht möglich? Doch, für sie schon. Hi, ich bin Julian, ich bin Tänzer und YouTuber und mache Filme bei Flying Pandas. Ach ja, genau, Flying Pandas damals hey, noch. Ich bin Simon, 24
und mache YouTube-Videos. Hi, ich bin Cheng. Ich bin YouTuber und mache Filme bei Flying Pandas. Und Felix von der Laden alias Dena, zurzeit chillig in Florida unterwegs. Ach, ja. Vier Filmemacher, oh, eine Uno. Idee, wir treffen drei von ihnen. Wir haben uns da nie wirklich groß was bei gedacht, sondern haben einfach gesagt, jo, lass doch mal mit dem Longboard durch Deutschland fahren. Und haben dann überlegt, okay, wenn wir das wirklich durchziehen, dann aber auch vernünftig, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Und das kam dann von uns allen zusammen, wir haben es alle gemeinsam ja, besprochen, geplant und dann haben wir gesagt, ja, jetzt los geht's. Ne? Und zwar am nördlichsten Punkt Deutschlands, auf Sylt, von das Sylt, Ziel, schön nach Neuschwanstein, der südlichste Zipfel. So Leute, ich habe jetzt Helm angezogen, denn jetzt geht's erstmal den Berg runter und wir wissen nicht, was da unten auf uns wartet. Ich würde einfach sagen, los geht's! Auf YouTube, okay, ich habe das Gefühl, dass die Musik copyrighted ist. Denn deswegen muss ich da mal ein bisschen drüber sprechen. So. Zeigen ja viel von unserem Leben. Wir haben jetzt unsere Kameras dabei, filmen jetzt zum Beispiel auch gerade, dass wir ein Interview haben. Also wir zeigen quasi den Leuten alles, was wir erleben. Und ja. Das ist natürlich für uns cool, aber es ist natürlich auch immer Arbeit. Man kann durch YouTube Geld verdienen, durch Reichweite was? Und durch die Werbung, die vor den Videos geschaltet wird. Das ist ihr Job. Warte mal, was? Ich war da ja auch. Das habe ich nie gesehen. Das bin ich. Da waren wir bei Simon zu Besuch. Weil bevor ich nach Köln gezogen bin, habe ich eine Woche mit Bergi bei Simon gewohnt. Der meinte, beziehungsweise wir haben so eine kleine LAN-Party halt einfach gemacht. Er meinte, yo, ey, habt ihr Bock, nicht eine Woche bei mir zu chillen? Wir machen dann so eine Art LAN-Party, da sieht man auch das Setup von uns allen. Das war mega, mega cool. Ich wusste nicht, dass sie den Ausschnitt benutzt haben, warte. Millionen Abonnenten auf ihre Kanäle, Video-Tagebücher mal ganz anders. Die Tour dann eine schöne Abwechslung für sie und ihre Fans, die sie zum Teil begleiten. Wir haben mega Spaß, wir treffen coole Leute, die ja Spaß da haben. Ich hätte es nie zu träumen gewagt, mit euch hier so eine Longboard-Tour zu machen. Echt saugeil. Erst nur ein paar, im Laufe der Tour immer mehr, für die vier manchmal sogar etwas zu nah. Ich appelliere einfach an die Vernunft halt von euch und die meisten sind da ja auch so, dass ihr einfach in manchen Situationen merkt, jetzt sollte man die Leute einfach mal in Ruhe lassen, ihre Privatsphäre lassen. Dann sind wir auch alle cool. Und wenn wir uns irgendwo zufällig in der Stadt treffen, ist auch alles in Ordnung. Nur bitte, dass die Schwimmbad oder vom Hotel campen, ist halt nicht so cool. Die meisten sind cool und feuern sie an, geben alles. Ein Platz zum Schlafen, was zu essen, perfekt. 10 Stunden täglich auf dem Board fordern schließlich ihren Tribut. So, nach der zweiten Woche hatten wir schon so viel Schmerzen, einfach innere Schmerzen. Die Gelenke haben schon wehgetan und manchmal hieß es einfach so, boah, wir können einfach gar nicht weitermachen. Stürze, Prämien, Simon ist manchmal so, ach Gott. Materialermüdung auf allen Ebenen, eine echte Grenzerfahrung. Nach 40 Tagen dann war's endlich. Dann geschafft. Wie lange geht denn das noch? Okay, ist gleich vorbei. Oh mein Gott, die letzten 5 Kilometer ist heftig. Wir sind jetzt schon fast da, wir sind eine Riesengruppe. Das ist einer der viele da auch letztlich gewartet haben. Endlich angekommen, völlig erledigt, da auch ganz viele TV-Kameras. Und eine großartige Erfahrung reicher. Und jetzt? Ich denke, dass dieses Event, das wir jetzt bestritten haben, natürlich auch viele, viele Türen geöffnet hat für uns, dass wir diesen Weg wie so einen Baum auffächern können und auch in verschiedene Richtungen gehen können. Aber ich denke mal, dass dieser Weg, auf dem wir uns momentan befinden, dass der wirklich sehr positiv ist. Die gute Nachricht also, sie machen weiter. Da bin ich aber beruhigt, dass sie weitergemacht haben. Und machen alle immer noch YouTube. Jeder auf seine komplett eigene Art. Aber das war schon eine geile Sache. Ich meine, Flying Pandas haben sich dann ja aufgeteilt. Cheng macht jetzt sein eigenes Ding. Und Ju, ich glaube, über Ju müssen wir nicht viele Worte verlieren. Er macht das einfach so Weltklasse. Also, seine Videos sind allererste Sahne. Aber auch genauso Felix mit seinen Vlogs, wie er sich da einfach stetig gesteigert hat, dann auch im UFO oder jetzt im Hive, das ist schon. Und auch Simon, ist halt, man sieht halt bei jedem so eine Weiterentwicklung, jeder verfolgt seine Interessen und die Leute werden natürlich auch älter. Oh, hier ist auch noch LeFloid. Er kommentiert das Nachrichtengeschehen für die YouTube-Generation. Florian Mund hat als LeFloid über 2,5 Millionen Abonnenten. Oh, warte mal, und das ist LeFloid alias Florian Mund, 27 Jahre alt. Das ist Hans Sapai! Warte mal, wer ist denn da alle? Das ist Hans Sapai. Das ist, glaube ich, wie heißt der nochmal? Das ist ein Rapper. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf seinen Namen. Nachrichtengeschäft tätig, wie wir beide auch, aber in YouTube, in der YouTube-Szene. Also, du hast einen eigenen YouTube-Kanal.
Und es ist irgendwie immer so ein bisschen cringy. Ich weiß nicht warum, wenn man irgendwie Leute über YouTube quatschen hört, so im Fernsehen. Keine Ahnung warum, ist irgendwie so ein bisschen unangenehm. Kommentierst dort Nachrichten, gehst also nicht selber raus wie Goline Atay als Reporter, sondern sitzt in deinem quasi Zimmer zu Hause vor dem Schreibtisch und kommentierst das Weltgeschehen. Was denkst du, wenn du sowas hörst von ihrem Arbeitsalltag? Also für mich ist es natürlich unwahrscheinlich spannend. Ich bin ja überhaupt nicht aus einer journalistischen Richtung im ursprünglichen Sinne. Ich studiere Psychologie und Rehabilitationswissenschaften. Krass. Und was ich halt tue, ist, ich bin sehr bedacht darauf, meine Meinung kundzutun und damit aber in erster Linie ein Forum für Menschen zu bilden, die sich dann darüber auch austauschen können. Und das auf verschiedenste Arten und Weisen. Das heißt, entweder trete ich jemandem gegen das Schienbein mit meiner Meinung und einer gewissen Kaltschnäuzigkeit, oder ich bestätige jemanden in seiner Meinung. Aber in beiden Fällen habe ich erreicht, dass plötzlich ein Austausch stattfindet zwischen Menschen, die von 14 bis 40 ungefähr alles sind. Und ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er bringt da immer so eine Prise eigene Meinung und die Leute diskutieren, manchmal in die eine oder andere Richtung, natürlich bei Flo ziemlich krass. Also ich finde das eigentlich immer eine gute Sache. Hier sind auch noch richtig viele Sachen. YouTube-Algorithmus in den Tagesthemen, dann sehen wir einmal noch Iblali, also das ist Worldwide Wohnzimmer. Okay, ist ja fast Fernsehen. Dann hier nochmal Kartoffelsalat bei Raab. Okay, ja, der hat öfter YouTuber eingeladen, das sieht man auch. Das eine Mal bei der VOG-WM, stimmt, da war ich auch. Also jetzt nicht da im Studio, sondern bei der VOG-WM. Da ist Luca nochmal. Ach, da ist ja auch nochmal mein Video, Paluden im Fernsehen. Und darunter nochmal Stern-TV Longboard-Tour. Also, achso, das ist ein Video von Felix, aber da werden ja sicherlich auch ein paar TV-Ausschnitte sein. Es gibt also rein theoretisch noch Sachen, die man sich definitiv reinziehen kann. Vielleicht mache ich ja auch noch eine Folge. Falls ihr da Lust drauf habt, dürft ihr sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung dalassen. Aber ich würde sagen, das war's für den heutigen Tag. Leute, ich wünsche euch allen jetzt noch einen sonnigen Tag. Ich hoffe, es ist nicht zu warm bei euch, nicht zu kalt, so richtige Temperatur. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.